Was geht, meine Aussie-Fighters? Heute haben wir Breaking News bezüglich Dokkan Battle und dem 6-jährigen Jubiläum. Denn heute haben wir die Bestätigung bekommen, dass eines der Charaktere im 6-jährigen Jubiläum, welches Ende Januar, Anfang Februar auf Dokkan Battle JP stattfinden wird, Elle Uigoku sein wird. Shoutout an Maggie hier. Woher haben wir das Ganze? Wieso können wir das sagen? Denn ihr wisst ja, zu den Jubiläen werden auch Figuren in der Collaboration produziert und werden dann veröffentlicht. Und eines dieser Figuren oder eine der Charaktere bekommen wir immer vorab in einem Teaser oder geleakt quasi, revealed. Und vor ein paar Monaten hatten wir, dass quasi einen Namen gesichert wurde von der Figurenlinie in Collaboration mit Dokkan Battle namens Ultra Instinct Goku. Und heute haben wir dann Reveal bekommen, wie diese Figur auch aussieht. Das heißt, Freunde, die Figur von Ultra Instinct Goku wird so aussehen, okay? Hiermit ist bestätigt, Elle Uigoku kommt, wie gesagt, zum 6-jährigen Jubiläum für Dokkan Battle JP. Falls ihr da quasi mehr Kontext haben wollt, letztes Jahr zum 5-jährigen seht ihr die Collaboration Vars Gogeta Blue und der Name von Gogeta Blue wurde letztes Jahr auch gesichert und er wurde dann quasi meines Wissens nach auch revealed, so wie Uigoku jetzt. Und zu Gogeta Blue kam natürlich auch hier an der Stelle Vegito. Das Bild ist jetzt nicht so gut, aber ihr wisst ja, ihr erkennt ihn ja, das ist Vegito Blue. Das war zum 5-jährigen Jubiläum, hatten wir letztes Jahr. Und ihr merkt auch schon, die Figuren richten sich an die Artworks der Dokkan-Charaktere oder andersrum im Prinzip. Das heißt, Artwork von Gogeta Blue, von Vegito Blue, wie die Figuren. Und ja, zuvor hatten wir dasselbe mit Vegeta und Goku, Leute. Mit den Figuren. Und Artwork-technisch seht ihr, okay, das passt schon. Das heißt, Leute von heute, ja, Ultra Instinct Goku wird quasi eines der Charaktere im 6-jährigen Jubiläum. Ich wollte es euch auf jeden Fall wissen lassen. Wer der zweite Charakter sein wird neben ihm, das sehen wir dann im Prinzip spätestens zum Jubiläum. Aber ich gehe davon aus, oder meine Vermutung ist das jetzt nicht bestätigt. Meine Vermutung ist, es wird ein Evo Vegeta. Was können wir zu Uigoku sagen, Freunde? Es gibt keinen Ultra Instinct Goku Standalone, also der sofort als Uigoku anfängt, sondern wir haben nur Transforming Uisaingoku, der in Ultra Instinct Goku geht. Das heißt, wir haben hier eine viel Auswahl, ey, 6 Typen. Ihr könnt euch mal gerne wissen lassen, was ihr denkt, welchen Typus Uigoku bekommen wird. Ich weiß warum, aber irgendwie habe ich es im Gefühl AGL. Aber wie gesagt, das hat nichts zu heißen. Ich habe es einfach nur im Gefühl AGL. Und bei Evo Vegeta, falls es zum Evo Vegeta kommt, da haben wir nämlich das gleiche. Wir haben auch nur einen Standalone Vegeta aus der Transformation, nämlich von Evo Vegeta. Das heißt, vom Typus her, ich weiß warum, aber ich denke leider, wie soll ich das sagen, ich denke leider, dass Evo Int wird und die Int-Typus ist ja Level 5 Deutsch, bin ich nicht so ein Fan davon, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, ja, das sind einfach nur Vermutungen, Leute, das hat überhaupt nichts zu sagen, aber aus diesem Video könnt ihr entnehmen, offiziell bestätigt ist auf jeden Fall LR UI, Goku ist eines der Charaktere, Dokkan-Fest LR-Charaktere für das 6-jährige Jubiläum, welches wie gesagt Ende Januar, Anfang Februar 2021 auf Dokkan bei LJP stattfinden wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen, kurze News rausgehauen und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Heute wird ein bisschen, heute ging es ab, Leute, von heute. Heute wird noch ein Video kommen, das vierte Video zum Fighters Baby Reveal, zum Trailer. Das wollt ihr euch auf jeden Fall ansehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das heißt, das werde ich auch noch demnächst raushauen. Und heute Abend werden wir noch oder Nachmittag gechillt auf Twitch streamen. Links in der Beschreibung, falls ihr Lust habt, schaut gerne vorbei. Oder Stones. Aber jetzt, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace.